Wie ist das mit Kindern, die schlimm an Covid-19 erkranken? Professor Arne Simon, Facharzt für Kinderheilkunde und Infektiologie vom Universitätsklinikum des Saarlandes, unterstreicht, dass Kinder nur sehr selten von schweren Krankheitsverläufen und der Entzündungskrankheit PIMS betroffen sind. Wir müssen halt zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Infektion mit dem Virus mit einem hohen klinischen Schweregrad, die dazu führt, dass die Kinder stationär aufgenommen werden müssen. Meistens stehen dann Atemwegssymptome im Vordergrund, also zum Beispiel auch Sauerstoffmangel, Kurzatmigkeit, aber auch durchaus starke Bauchschmerzen. Also bei vielen dieser Kindern ist so, dass sogar diese Bauchschmerzen im Vordergrund stehen und die deshalb primär mal aufgenommen werden, um abzuklären, ob sie nicht zum Beispiel eine Blinddarmentzündung haben oder ähnliches. Davon zu unterscheiden ist dieses Inflammationssyndrom, das tatsächlich einige Wochen nach der eigentlichen Infektion auftritt. Sie haben in der PIMS-Gruppe, das heißt bei diesem sehr, sehr seltenen Hyperinflammationssyndrom, da haben Sie Kinder, die vorher nie durch schwere Symptome aufgefallen sind. Und woran leiden Kinder mit PIMS, bei denen das Immunsystem überreagiert? Wenn man dann ein Labor macht, dann findet man Enzymerhöhungen, die man sonst zum Beispiel bei einem Herzinfarkt finden würde. Aber hier liegt kein Infarkt vor, sondern hier liegt eine Entzündung des Herzmuskels vor. Und von einer solchen Entzündung des Herzmuskels erholt man sich nicht innerhalb von einer Woche, sondern es gibt Kinder, die dann viele Wochen danach noch kontrolliert werden müssen. Es gibt Kinder, die brauchen bestimmte Medikamente, um das Herz in seiner Funktion zu unterstützen. Und es gibt unter diesen Kindern durchaus auch einige, die so eine Post-Covid-Symptomatik haben, wie sie bei Erwachsenen inzwischen schon ganz gut definiert ist. Also die sind ständig müde, abgeschlagen, nicht so leistungsfähig wie vorher. Vor allem Kinder im Alter zwischen 7 und 15 Jahren sind von PIMS betroffen. Um halt die Menschen und insbesondere die Eltern auch nicht komplett zu verunsichern und zu verängstigen, muss man berücksichtigen, dass das immer noch eine extrem seltene Komplikation ist. Ja, also wo wir sicher bei der Inzidenz im Bereich von 1 zu 10.000 liegen. Na, wenn Sie aber in der Bevölkerung insgesamt sehr, sehr viele Infektionen durch das SARS-Virus haben und dann eben auch bei Kindern und Jugendlichen, dann werden zwangsläufig auch solche Fälle auftreten und die bedürfen eben dann auch einer speziellen Therapie.